Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 232. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für dein wunderbares Wort und dass du uns darin zeigst, wie wir reich gesegnet werden können. Danke, dass du uns auch bewahren möchtest vor den Folgen der Sünde. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist, zu unseren Herzen sprichst und uns deutlich zeigst, was dein Wille ist, auch für unseren Alltag heute. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 5. Mose 28 bei der Beschreibung von Segen und jetzt dem Fluch. Wir lesen weiter in Vers 22. Der Herr wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand. Entzündung, Dürre mit Getreideband und Vergilben, die werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Die Himmel über deinem Haupt, der Himmel über deinem Haupt wird für dich zu erz werden und die Erde unter dir zu eisen. Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln. Der wird vom Himmel auf dir herabfallen, bis du vertilgt bist. Der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen geben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen und du wirst ein Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche auf Erden. Hier sieht man sehr deutlich, dass die Folgen des Ungehorsams, die Folgen der Sünde, genau das Gegenteil von dem bewirken, was liebevoller Gehorsam durch den Glauben bewirken kann. Und deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen Tieren zur Nahrung dienen, und niemand wird sie verscheuchen. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen mit Reude und Kretze, so dass du nicht geheilt werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang und kein Retter wird da sein. Wenn wir Jesus ablehnen, wenn wir das Evangelium verwerfen, wenn wir gegen Gott rebellieren, gibt es keinen anderen Retter, der uns in den Sorgen und Problemen unseres Lebens helfen kann. Du wirst dich mit einer Frau verloben, aber ein anderer wird mit ihr schlafen. Du wirst ein Haus bauen, aber nicht darin wohnen. Du wirst einen Weinberg pflanzen, aber ihn nicht nutzen dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden, aber du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird vor deinem Angesicht geraubt und dir nicht zurückgegeben werden. Deine Schafe werden dein Feind gegeben werden und du wirst keinen Retter haben. Oftmals denken wir, dass wir durch die Sünde vielleicht etwas gewinnen können, was uns so scheint es dem sündigen Herzen, durch Gottes Gebote vorenthalten ist, aber das Gegenteil ist der Fall. Wer sündigt, wer gegen Gott rebelliert, erhält nicht das, was ihm eigentlich zusteht. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden. Und deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag nach ihnen schmachten. Aber deine Hand wird machtlos sein. Die Frucht deines Landes und alles, was du erarbeitet hast, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts wusstest. Und du wirst nur unterdrückt und misshandelt werden alle Tage. Und du wirst wahnsinnig werden von dem, was deine Augen sehen müssen. Der Herr wird dich schlagen mit bösem Geschwür an Knien und Schenkeln, dass du nicht geheilt werden kannst von deiner Fußsohle bis zum Scheitel. Was wir hier sehen können, ist, dass die Sünde und die Rebellion der Ungehorsam gegen Gott Folgen hat in allen Bereichen unseres Lebens, in der Arbeitswelt, in der Familie, für die Gesundheit. In allen verschiedenen Aspekten unseres Alltages können wir sehen, wie Sünde sich negativ auswirkt. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter nicht. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steine. Ungefähr 400 Jahre, bevor die Israeliten überhaupt auf die Idee kamen, einen König zu fordern, hat Gott das schon gesehen und entsprechend hier prophetisch mit eingebaut. Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött unter allen Völkern, zu denen der Herr dich vertreiben wird. Du wirst viel Samen auf das Feld hinausbringen und wenig einsammeln. Denn die Heuschrecken werden es abfressen. Du wirst Weinberge pflanzen und bebauen, aber keinen Wein trinken und einkellern, denn die Würmer werden es abfressen. Du wirst Ölbäume haben in deinem ganzen Gebiet, aber du wirst dich nicht mit Öl salben, denn dein Ölbaum wird seine Früchte abwerfen. Du wirst Söhne und Töchter zeugen, doch keine haben, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Das Ungeziefer wird alle deine Bäume und die Früchte deines Landes in Besitz nehmen. Der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich emporsteigen. du aber wirst. Immer tiefer herunterkommen. Wir haben gesehen, dass es beim Segen so ist, dass Gott uns immer höher führt, dass es immer bergauf geht mit uns, dass Gott uns von einem Segen zum nächsten führen möchte. Wenn wir ohne Gott leben wollen, wenn wir gegen Gott rebellieren, dann wird es immer tief mit uns herabgehen. Und jeder Mensch, der sich einmal von Gott entfernt hat und wissentlich gegen Gott rebelliert hat, weiß ganz genau, dass das Leben dann eine Abwärtsspirale ist. Er wird dir leihen und du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden. Gott, das haben wir ähm, das letzte Mal gesehen, wünscht sich ja so sehr, dass wir der Haupt sind, das Haupt sind und nicht der Schwanz, weil wir von ihm gesegnet werden. Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes nicht gehorsam gewesen bist. Seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat, und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Man kann den negativen Konsequenzen der Sünde nicht entfliehen. Gott warnt uns, wenn wir gegen ihn sündigen, wenn wir gegen ihn rebellieren und seine Erlösung nicht in Anspruch nehmen, dann werden uns diese Dinge auf die eine oder andere Weise auch in unserem Leben ereilen. Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott nicht gedient hast, mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest. Gott gibt uns zuerst sein Segen. Und er wünscht sich, dass wir ihn dafür mit dankbarem Herzen ihm folgen, ihm dienen, dass wir gerne ihn lieb haben und das tun, was er sagt, weil wir erlebt haben, dass er das Beste für uns möchte. Hast du erlebt, dass Gott das Beste für dich möchte und er dich überreich gesegnet hat? Dann lasst uns ihm auch dafür danken. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns so gerne segnen möchtest. Und danke, dass du uns in deinem Wort auch davor warnst, was passiert, wenn wir gegen dich rebellieren, dass du uns die Konsequenzen deutlich zeigst und dass du uns all das in deinem Wort hast aufschreiben lassen, damit wir rechtzeitig gewarnt werden und diesen Weg erst gar nicht gehen. Herr, schenk du uns heute an diesem Tag ein bereitwilliges Herz, dir dankbar zu sein. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.